Kapitel 16, Abschnitt 3. Die Stärke der Heiligkeit. Vielleicht denkt ihr noch immer, dass Heiligkeit unmöglich zu verstehen ist, weil ihr nicht sehen könnt, wie sie so weit ausgedehnt werden kann, bis jeder eingeschlossen ist. Und es wurde euch ja gesagt, dass sie jeden einschließen muss, damit sie heilig ist. Kümmert euch nicht um die Ausdehnung der Heiligkeit, denn ihr versteht das Wesen der Wunder nicht. Auch tut ihr sie nicht. Ihre Ausdehnung weit über die von euch wahrgenommenen Grenzen hinaus zeigt auf, dass ihr sie nicht tut. Warum solltet ihr euch darum sorgen, wie sich das Wunder hin zur ganzen Sohnschaft ausdehnt, wenn ihr das Wunder an sich nicht versteht? Eine Eigenschaft ist nicht schwerer zu verstehen als das Ganze. Wenn es überhaupt Wunder gibt, dann müssen auch ihre Eigenschaften wunderbar sein, da sie Teil davon sind. Es besteht eine Tendenz, etwas zu fragmentieren und sich dann nur um die Wahrheit eines kleinen Teils des Ganzen zu kümmern. Das ist nur eine Weise, das Ganze zu vermeiden oder von ihm wegzuschauen, zu dem hin, wovon ihr denkt, ihr könntet es besser verstehen. Denn das ist nur eine weitere Weise, wie ihr nach wie vor versucht, euch selbst das Verstehen vorzubehalten. Eine bessere und weitaus hilfreichere Art, über Wunder zu denken, ist folgende. Ihr versteht sie nicht, weder als Teil noch als Ganzes. Und doch habt ihr sie gewirkt. Deshalb kann euer Verständnis nicht nötig sein. Allerdings ist es unmöglich, etwas zu vollbringen, was ihr nicht versteht. Und daher muss es etwas in euch geben, das doch versteht. Euch kann das Wunder nicht natürlich erscheinen, weil eure Geister durch das, was ihr getan habt, um sie zu verletzen, so unnatürlich geworden sind, da sie sich nicht an das erinnern, was für sie natürlich ist. Und wenn euch gesagt wird, was natürlich ist, könnt ihr es nicht verstehen. Die Einsicht, dass der Teil das Ganze ist und das Ganze in jedem Teil, ist vollkommen natürlich, denn so denkt Gott. Und was für ihn natürlich ist, das ist für euch natürlich. Eine gänzlich natürliche Wahrnehmung würde euch augenblicklich zeigen, dass Schwierigkeitsgrade bei Wundern ganz unmöglich sind, denn sie beinhalten einen Widerspruch zu dem, was Wunder bedeuten. Und wenn ihr ihre Bedeutung verstehen könntet, könnten ihre Eigenschaften euch kaum ratlos machen. Ihr habt Wunder gewirkt, aber es ist ganz offensichtlich, dass ihr sie nicht allein getan habt. Sie sind euch jedes Mal gelungen, wenn ihr einen anderen Geist erreicht und euch mit ihm verbunden habt. Wenn zwei Geister sich als eins verbinden und eine Idee in gleicher Weise teilen, dann ist das erste Bindeglied zum Gewahrsein der Sohnschaft als eins geschmiedet. Wenn ihr diese Verbindung so eingegangen seid, wie der Heilige Geist euch bittet, und sie ihm angeboten habt, damit er sie so nutze, wie er es für richtig hält, dann befähigt seine natürliche Wahrnehmung eurer Gabe, ihn, sie zu verstehen und euch sein Verständnis zu euren Gunsten zu nutzen. Es ist unmöglich, euch von der Wirklichkeit dessen zu überzeugen, was ganz klar durch eure Bereitwilligkeit vollbracht worden ist, solange ihr glaubt, dass ihr es verstehen müsstet, denn sonst sei es nicht wirklich. Wie könnt ihr Glauben setzen in die Wirklichkeit, solange ihr darauf erpicht seid, sie unwirklich zu machen? Und seid ihr wirklich sicherer, wenn ihr die Wirklichkeit der Illusionen aufrechterhaltet,
als ihr es wärt, wenn ihr die Wahrheit freudig als das, was sie ist, annehmen und dafür Dank sagen würdet? Ehrt die Wahrheit, die euch gegeben wurde, und seid froh, dass ihr sie nicht versteht. Wunder sind für den, der für Gott spricht, natürlich. Denn seine Aufgabe ist, das Wunder in Erkenntnis zu übersetzen, die es vertritt und die für euch verborgen ist. Lasst sein Verständnis des Wunders euch genügen und wendet euch nicht ab von all den Zeugen, die er euch für seine Wirklichkeit gegeben hat. Kein Beweis wird euch von der Wahrheit dessen überzeugen, was ihr nicht wollt. Und doch ist eure Beziehung zu ihm wirklich und wurde aufgezeigt. Betrachtet dies nicht mit Angst, sondern mit Frohlocken. Der, den ihr angerufen habt, ist bei euch. Heißt ihn willkommen und ehrt die Zeugen, die euch die frohe Botschaft bringen, dass er gekommen ist. Es ist wahr, dass, genauso wie ihr befürchtet, ihn anerkennen, alles leugnen heißt, was ihr zu wissen glaubt. Doch das, was ihr zu wissen glaubt, war niemals wahr. Welcher Gewinn besteht für euch darin, euch daran zu klammern und den Beweis der Wahrheit zu verleugnen? Denn ihr seid der Wahrheit zu nahe gekommen, um ihr jetzt zu entsagen, und ihr werdet ihrer unwiderstehlichen Anziehungskraft nachgeben. Ihr könnt es jetzt hinauszögern, aber nur eine kleine Weile. Der Gastgeber Gottes hat euch gerufen, und ihr habt gehört. Nie mehr werdet ihr gänzlich willens sein, nicht hinzuhören. Dies ist ein Jahr der Freude, in dem ihr vermehrt zuhören werdet, und der Frieden wächst, je mehr ihr zuhört. Die Stärke der Heiligkeit und die Schwäche des Angriffs werden euch beide zu Bewusstsein gebracht. Und das wurde in Geistern vollbracht, die fest davon überzeugt waren, dass Heiligkeit Schwäche und Angriff Macht sei. Sollte dies nicht ein ausreichendes Wunder sein, euch zu lehren, dass euer Lehrer nicht von euch selber ist? Erinnert euch aber auch daran, dass euch jedes Mal, wenn ihr auf seine Deutung hörtet, die Folgen Freude brachten. Möchtet ihr lieber die Folgen eurer Deutung haben, wenn ihr ehrlich bedenkt, was diese waren? Gott will Besseres für euch. Könntet ihr nicht mit mehr Barmherzigkeit auf den schauen, den Gott mit vollkommener Liebe liebt? Deutet nicht gegen die Liebe Gottes, denn ihr habt viele Zeugen, die so eindeutig von ihr sprechen, dass nur die Blinden und die Tauben es verfehlen könnten, sie zu sehen und zu hören. Beschließt, dieses Jahr nicht zu verleugnen, was euch von Gott gegeben wurde. Wacht auf und teilt es mit anderen, denn das ist der einzige Grund, weshalb er euch angerufen hat. Seine Stimme hat klar gesprochen, und doch ist euer Glaube an das, was ihr gehört habt, so klein, weil ihr es vorgezogen habt, dem Unglück, welches ihr gemacht habt, größeren Glauben zu schenken. Lasst uns heute gemeinsam beschließen, die frohe Botschaft anzunehmen, dass das Unglück nicht wirklich ist und dass die Wirklichkeit nicht Unglück ist. Die Wirklichkeit ist fest und sicher und allem und jedem gegenüber gänzlich gütig. Es gibt keine größere Liebe, als das zu akzeptieren und froh zu sein. Denn die Liebe bittet nur darum, dass ihr glücklich seid, und sie wird euch alles geben, was zum Glück beiträgt. Ihr habt dem Heiligen Geist nie irgendein Problem übergeben, das er nicht für euch gelöst hat. Noch werdet ihr das je tun. Und ihr habt nie versucht, irgendetwas selbst zu lösen und dabei Erfolg gehabt.
Ist es nicht an der Zeit, dass ihr diese Tatsachen zusammenbringt und einen Sinn darin erkennt? Dies ist das Jahr für die Anwendung der Ideen, die euch gegeben werden. Denn diese Ideen sind mächtige Kräfte, die angewendet und nicht müßig zurückgehalten werden sollen. Sie haben ihre Macht bereits genug bewiesen, damit ihr euren Glauben in sie und nicht in ihre Verleugnung setzt. Investiert dieses Jahr in die Wahrheit und lasst sie in Frieden wirken. Glaubt an das, was an euch glaubt. Bedenkt, was ihr wirklich gesehen und gehört habt, und begreift es. Könnt ihr mit Zeugen wie diesen alleine sein?